Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 503. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute ein bisschen Goethe vor aus der italienischen Reise. Davor gibt es ein kleines Stück von Rainer Maria Rilke. Und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, und es wurde auf Twitter schon gemutmaßt, dass es in einer der kommenden Episoden mal wieder um Fußball ginge, und so ist es auch. Wenn ihr also Hardcore-HSV-Fans seid oder irgendwie andersweitig Probleme mit dem FC St. Pauli habt oder euch Fußball einfach viel zu sehr aufregt, dann sucht euch gern eine andere Episode oder springt mittels der Kapitelmarke direkt zum Herrn Rilke. Ich glaube, der Herr Goethe wird heute ein bisschen länger, denn der 26. September, der da gerade ansteht in Padua, ist sehr kurz und der 27. sehr lang. Ich denke mal, ich lese euch dann einfach beides vor. Und dafür gibt es ein bisschen weniger Vorgeplänkel. So sei es. Fußball, genau, der FC St. Pauli. Es ist ja so, dass die Pandemie gefühlt vorbei ist. Leider gehen die Zahlen in die Höhe. Sowohl die Infektionszahlen als auch die Hospitalisierungsrate, Intensivbettenbelegung und eben auch die Sterberate. Das ist alles äußerst betrüblich. Gleichzeitig hatte ich in der letzten Episode schon gesagt, dass es sich für jemanden in einer durchgeimpften Familie, wie ich es bin, überraschend entspannt anfühlt. Dabei sind natürlich auch wir noch in der Gefahr, uns anstecken zu können. Wir sind auch weiterhin vorsichtig. Aber man hat nicht mehr diese Zahlen ständig im Blick. Aber wenn man dann mal auf die Zahlen guckt, ist es halt doch alles andere als entspannt. Nichtsdestotrotz ist es so, dass Fußball wieder mit Zuschauern stattfinden kann. Und solange das 2G-Veranstaltungen sind, gehe ich auch gerne hin. Zu 3G-Veranstaltungen würde ich heute übrigens nicht mehr hingehen, weil die Gefahr, dass ein Geimpfter wie ich seine Infektion nicht bemerkt, weil sie dann ja einen leichten Verlauf hat und weil man sich als Geimpfter auch nicht mehr so oft testet, muss ich ehrlich gesagt zugestehen, mache ich auch nicht mehr so oft, ist die Gefahr, dass es dann unter den Ungeimpften, die dann zwar getestet sind, aber halt eben nicht geimpft, zu Superspreading-Events auf 3G kommt. Die ist mir einfach zu groß. Deswegen würde ich zu 3G-Events nicht hingehen, um einfach die Ungeimpften dort nicht zu gefährden. Und ja, solange Fußball aber zumindest auf den Rängen 2G ist, ich will jetzt hier nicht über Joshua Kimmich reden, gehe ich da halt hin. So, und beim FC St. Pauli hat man sich relativ früh für 2G entschieden. Hamburg war ja auch eines der ersten Bundesländer, Stadtstaat, der sich entschieden hat, dass ja, Anbieter sich für 2G entscheiden können und dann eben Kontaktbeschränkungen innerhalb dieser 2G-Veranstaltungen aufgehoben werden. Ich glaube größtenteils, ich weiß gar nicht, was dann da genau gilt. Auch so ein Effekt von diesem merkwürdigen Zustand in der Pandemie, dass ich mich für den aktuellen Regelungszustand, was darf ich eigentlich gerade, was darf ich nicht, interessiere ich mich gar nicht mehr so. Also früher in der Pandemie, sagen wir mal letztes Jahr und Anfang dieses Jahres, habe ich mich sehr dafür interessiert, was darf man denn eigentlich gerade, was darf man denn nicht, was sollte man denn nicht. Das ist heute ja auch nicht mehr so. Aber ja, der FC St. Pauli hat sich entschieden, die Fußballspiele im Millerntor mit 2G stattfinden zu lassen. Dadurch fühle ich mich dort auch sehr wohl hinzugehen, weil ich einfach weiß, alle sind geimpft und kann dort nicht zu diesen, es kann natürlich dort auch zu Superspreading-Events kommen, sind aber deutlich unwahrscheinlicher, weil man als geimpfte Person sich halt deutlich weniger ansteckt als Ungeimpfte. Ja. Genau, so, also ich gehe zum Fußball, würde ich damit sagen, und nicht nur am Millerntor, da war ich dieses Jahr schon bei 2, 3 Spielen, ich weiß es gar nicht mehr, was habe ich denn alles gesehen? Letztes Jahr habe ich nur Heidenheim gesehen, glaube ich, das erste Heimspiel. Dieses Jahr, ich muss glatt mal eben nachgucken, was waren denn überhaupt schon für Spiele? Also die ersten Spiele habe ich noch verpasst, soweit ich weiß. Dann müssen wir eben den Spielplan aufmachen.
Und immer mal luschern, ob die Aufnahme noch läuft. Ich habe ja jetzt ein neues USB-Kabel. Ist voll schick, dass ich jetzt nicht mehr diesen klobigen Adapter irgendwie an meinem Rechner habe, sondern ein USB-C auf USB-B Adapter. Denn mein Audio-Interface hat diesen großen, nahezu quadratischen Stecker. Das ist ganz schick. So, jetzt habe ich euch hier voll gelabert, während ich in der Kicker-App geguckt habe, was gab es denn für Spiele. Die Bundesliga ging los mit einem 3:0-Sieg, Heimsieg für St. Pauli gegen Kiel. Da war ich nicht. Auswärts in Aue war ich auch nicht. Dann kam der DFB-Pokal auswärts in Magdeburg. Da war ich auch nicht. Aber dann das Heimderby. 3:2-Sieg gegen den HSV. Da war ich da. Das war ziemlich geil. Das war mein erstes Heimspiel, glaube ich, jetzt mit 2G. Und dann natürlich ein Derby-Sieg 3:2 gegen den HSV. Das Spiel hatte irgendwie ziemlich viel, ziemlich viel Emotionen. Und das war ziemlich geil. Genau. Paderborn, auswärts war ich nicht. Zu Hause gegen Regensburg war ich da. Regensburg spielt ja eine verdammt gute Saison. Die sind jetzt, gestern war der 12. Spieltag, glaube ich. Sind sie auf Platz 2 mit nur einem Punkt hinter dem FC St. Pauli. 25 Punkte, wir haben 26 als Tabellenführer. Auswärts in Hannover 1:0 verloren war ich nicht. Zu Hause gegen Ingolstadt war ich, glaube ich. Ja, 4:1. Doch, klar war ich da. Genau. Und dann auswärts in Karlsruhe war ich nicht. Zu Hause gegen Dresden war ich nicht. Da konnte ich nicht. 3. Oktober, da hatte mein Schwiegerpapa Geburtstag. Kann man sich immer gut merken, das Datum. Dann haben wir ein Freundschaftsspiel verloren, egal. Auswärts in Heidenheim gewonnen. Wir haben ja letztes Jahr, in der letzten Saison, das erste Mal überhaupt in Heidenheim einen Punkt geholt. Und dann auch gleich 3. Vorher hatten wir in Heidenheim immer verloren. Und jetzt haben wir gleich wieder gewonnen. 4:2. Krasses Spiel. Ja. So, dann Heimspiel gegen... Ich überlege gerade, oder war ich doch beim Spiel gegen Dresden? Nee, war ich nicht. Heimspiel gegen Rostock war ich auch nicht. Da hatte meine Tochter eine Karte. Aber konnte dann doch nicht hin, weil irgendwas war. Ja, und dann das DFB-Pokal-Auswärtsspiel in Dresden. 3:2 gewonnen in Verlängerung. Unnötig kraftraubend. Und jetzt das Auswärtsspiel in Bremen. Genau, das war der 12. Spieltag, ein 1:1, und da war ich auch. Ich war das erste Mal wieder auswärts nach sehr langer Zeit, und Bremen ist ja nun nicht weit weg. Ich wohne hier ja südlich von Hamburg, so vielleicht ein Drittel der Strecke nach Bremen, und dann dachte ich mir, Bremen ist zwar ein Auswärtsspiel, aber nicht ganz so weit. Also wenn ich ins Millerntor fahre, dann, wenn ich nicht direkt aus dem Büro hingehe, dann ist es halt auch eine Anreise von, weiß nicht, 30, 40 Kilometern, und jetzt Richtung Bremen ist es halt auch nicht so viel weiter. Na, vielleicht doppelt so weit, so nicht ganz. So, und im Weserstadion war ich zuletzt vor ungefähr 40 Jahren. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Aber ich glaube, es war sogar mein allererstes Fußballspiel in einem Stadion, also mein erster Stadionbesuch. Und ich glaube, es war Werder Bremen gegen Mönchengladbach. Und ich meine, es war ein hoher Sieg für Bremen. Ich meine mich eigentlich an ein 5:2 zu erinnern. Damals gab es aber kein 5:2, was irgendwie passt. Und es gab ein 4:2 gegen Gladbach 1980. Da war ich 6. Das könnte so ungefähr hinhauen. Ich glaube, es war eigentlich ein bisschen spät. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, und ich meine mich an einen gehaltenen Elfmeter zu erinnern. Aber über diese Spiele damals findet man nicht mehr die richtigen Informationen. Also, weiß es nicht mehr. Ja, es ist ewig her. Mein mittlerer Bruder, ich habe ja zwei ältere Brüder. Der älteste ist HSV-Fan. Kann da nichts für, das sucht man sich nicht aus. Vielleicht liegt es an meinem Vater, der war nämlich auch HSV-Fan. Und der mittlere war immer schon eher so Werder-Fan. Der ist auch St. Pauli-Fan und Sympathisant, aber ist eigentlich eher Werder-Fan schon immer gewesen. Und dann hat mein Papa gesagt, gut, dann fahren wir halt mal nach Bremen, gucken uns da ein Fußballspiel an. War dann ja auch nicht so
nicht so entscheidend. Also mein Papa war kein Hardcore-HSV-Fan, der dann irgendwie Werder Bremen nicht mochte, nur weil alle HSV-Fans Werder Bremen nicht mögen. Das habe ich auch von ihm geerbt und gelernt, dass man, nur wenn man einen Verein unterstützt und favorisiert, muss man keine anderen Vereine irgendwie hassen oder verabscheuen oder sonst wie was. Ich habe durchaus ernsthafte Probleme mit Vereinen, die in ihrer Fanszene starken Rechtsradikalismus tolerieren. Wenn diese Vereine nach außen dann sagen, nein, wir tolerieren das eigentlich nicht, aber dann tatsächlich nichts dagegen tun, dann ist das immer so ein bisschen sehr zwiespältig. Aber Bremen und HSV sind irgendwie beides Vereine. Bremen finde ich sogar halbwegs sympathisch. HSV ist mir relativ egal. So, dann, wir waren alle relativ entspannt, was das alles angeht. Genau. So, und da war ich halt irgendwie als junger Knirps im Weserstadion, saß auf irgendwelchen Betonstufen und es war halt ganz geil, weil Bremen gewonnen hat und das ganze Stadion war grün-weiß, weil Mönchengladbach ist ja auch grün-weiß und das war irgendwie ganz, ganz lustig so. Und jetzt war ich wieder da. St. Pauli ist Tabellenführer schon ein paar Spieltage lang. Wie gesagt, ich habe das Spiel gegen den HSV zu Hause und gegen Regensburg gesehen. Und gegen Ingolstadt. Genau, drei Heimspiele habe ich gesehen und jetzt ein Auswärtsspiel. Es macht einen Heidenspaß. Es macht einfach einen Riesenspaß, diese Mannschaft spielen zu sehen. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, die ganzen Freudensprünge, die ich machen könnte, aufzuzählen. Also es fing ja Anfang der letzten Saison nicht so gut an. Timo Schulz hatte gerade das Traineramt übernommen. Von Jost Lurukay, oder? Weiß gar nicht mehr, wer war denn vorher noch? Ja, ich glaube Lurukay. Witzig. Timo Schulz ist ein ehemaliger St. Pauli-Spieler, hat lange für uns gespielt, ist mit uns in die erste Liga aufgespielt, hatte dann sogar einen Einsatz in der ersten Liga, aber er war nicht der brillanteste Spieler. Er hat eher so, robusten Einsatz gezeigt und war mit Herz und Seele St. Pauli-Spieler. Das hat mir immer sehr gut gefallen. Ich war schon als Spieler Fan von ihm, das war irgendwie toll und als er dann seine Trainerausbildung gestartet hat, habe ich das natürlich auch sehr wohlwollend verfolgt und wir haben alle gehofft, dass er dann irgendwann Cheftrainer vom FC St. Pauli wird. So ähnlich, wie ich mir das auch von Florian Bruns immer mal hätte vorstellen können. Im Moment nicht, weil ich mir im Moment nicht vorstellen kann, dass Timo Schulz irgendwann nicht mehr Trainer vom FC St. Pauli ist, aber natürlich wird er das irgendwann nicht mehr sein. Das ist halt der Gang der Dinge. Christian Streich ist jetzt irgendwie so ungefähr 25 Jahre Trainer beim SC Freiburg. Naja gut, schauen wir mal. Florian Bruns halte ich bereit. In 25 Jahren brauchen wir dich vielleicht am Millern-Tor. Naja, also Timo Schulz. So, und dann hat er irgendwie Anfang der letzten Saison einen sehr schweren Start gehabt. Die Saisons davor liefen alle nicht so gut. Da war man immer im Abstiegskampf. Und ich muss mal gucken, Trainer, St. Pauli, Historie. Ja, Jost Lurukay war vorher Trainer. Das ist schon so abgehakt, das Thema. Der war ein Jahr lang, von April 2019 bis zum Sommer 2020 war Jost Lurukay unser Trainer. Davor Markus Kautschinski. Ach ja, das ist alles so lange her. Schön, mag man sich gar nicht mehr so richtig gerne dran erinnern. Olaf Janssen war komisch, die Zeit. Iverlin war natürlich super. Aber ja, so, Timo Schulz hatte einen schweren Start. Wir haben zwar attraktiv gespielt, aber zu häufig dann auch vielleicht unglücklich verloren. Wir sind letzte Saison in der ersten Runde im DFB-Pokal ausgeschieden gegen Elversberg. In der Verlängerung mit 4-3, glaube ich, oder so. Das war schon doof, aber dann dachte man, na gut, dann konzentrieren wir uns auf die Liga. So, und allen war klar, Timo Schulz kommt neu rein, hat auch zwei neue Co-Trainer mitgebracht, die beide sehr jung sind. Beide noch keine Profi-Erfahrung hatten, glaube ich, oder so. Das war so ein bisschen ein Experiment. Und dann hat man auch
viele Spieler verabschiedet und viele neue geholt. Es war so, mal gucken, wo hier so die Reise hingeht. Interessanterweise war Timo Schulz als eigenes Urgestein jetzt nicht so, dass er auf die eigenen Urgesteine gesetzt hätte, sondern hat sich selbst seine Spieler ausgesucht sozusagen und hat dann ja in der ersten Hälfte der letzten Saison nicht so richtig viel Glück gehabt. Da kam ein bisschen Pech dazu. Dann war Guido Burgstaller, der neue Stürmer vom FC Schalke, heißen die FC, ich weiß es gar nicht, Schalke 04, dort irgendwie wenig erfolgreich und so ein bisschen aussortiert, kam zu uns. Das ist immer so, wenn ein aussortierter Erstligastürmer dann zu uns kommt, dann denkt man gleich an Alex Meyer. Der war ja als junger Mann mal beim FC St. Pauli und hat dann eine Riesenkarriere gemacht. Ist der Fußballgott bei Eintracht Frankfurt geworden und hat dann quasi seine Karriere bei uns beendet. Das war so ein bisschen, da stand halt so ein alter Mann auf dem Platz. Er hat natürlich seine Tore gemacht, aber nicht so viele. Und das war so, passt das? Braucht man das? Und anfangs hatte ich so ein bisschen die Sorge, dass es bei Guido Burgstaller ähnlich wird wie bei Alex Meyer. Und ja, dann hat er sich gleich erstmal irgendwie verletzt und war irgendwie nicht da. Und das war so, ja, genau, so. Aber in der Rückrunde hat St. Pauli dann auf einmal eine sehr, sehr starke Serie hingelegt. Das war es auf einmal eine ganz toll eingestellte Mannschaft mit eben Guido Burgstaller, aber auch Salazar und Marmoush, zwei Leihspieler, haben halt massiv aufgedreht. Finn-Ole Becker war auf einmal irgendwie Stammspieler und das, also ein Eigengewächs, Finn-Ole Becker, ganz junger Mittelfeldspieler, der äußerst erfolgreich spielt. Timo Schulz hat Finn-Ole Becker schon in der U19 trainiert und das ist irgendwie so eine, ja, coole Geschichte gewesen. Und die Rückrunde letzte Saison war richtig, richtig stark, so lange bis dann der Klassenerhalt sicher war und dann haben sie so ein bisschen nachgelassen. Da war so ein bisschen die Sorge, okay, das irgendwie hat das jetzt gut geklappt, aber erstens haben sie dann ja doch ganz schön nachgelassen am Ende der Rückrunde. Und Marmoush und Salazar, die beiden Leihspieler, konnte man eben nicht halten. Salazar ist zurück nach Frankfurt, wurde dann wieder in die zweite Liga ausgewechselt, nämlich nach Schalke. Und Marmoush ist zurück nach Wolfsburg, ist aber, glaube ich, auch ausgeliehen worden. Wo spielt denn Marmoush jetzt eigentlich? Weiß ich gar nicht, zumindest spielt er gar nicht und ist jetzt irgendwie verletzt. Was schade ist für ihn. Beides tolle Kicker. Ja. Salazar ist jetzt in Schalke jetzt nicht so erfolgreich, glaube ich, aber naja. Auf Schalke natürlich und nicht in Schalke. Ja, da war jetzt nicht so ganz klar, wie läuft es denn jetzt diese Saison? Haben wir wieder einen schweren Start und müssen uns wieder hochkämpfen? Oder ist das Experiment jetzt wirklich, sind wir wirklich Schritte weitergekommen in der Rückrunde der letzten Saison? Und anscheinend sind wir Schritte weitergekommen. Timo Schulz und sein Trainerteam, die rocken das ziemlich cool runter und die Mannschaft scheint wunderbar eingespielt. Wir haben ein System mit einer Mittelfeldraute. Ich möchte eigentlich immer lieber Salmi sagen, aber der Fachbegriff ist wohl Raute. Aber wenn man FC St. Pauli-Fan ist, dann mag man Rauten halt einfach nicht so gern sagen, weil die Raute ja das Vereinssymbol vom HSV ist. Und wie gesagt, ich habe nicht notwendigerweise was gegen den HSV, aber man muss ja nicht irgendwie deren Symbolik für uns verwenden. Nun, der FC St. Pauli spielt äußerst erfolgreich und äußerst attraktiv, hat bisher alle Heimspiele gewonnen. Zunächst allerdings die Auswärtsspiele entweder unentschieden gespielt, wie in Aue, oder eben verloren, wie in Hannover. Und in wo haben wir noch verloren? Paderborn. Genau. So, und dann hat es halt bis Karlsruhe gedauert, bis wir dann auch mal auswärts gewinnen konnten, was wir dann in Heidenheim gleich nochmal wiederholt haben. Das heißt, wir haben 5 Spiele am Stück gewonnen und jetzt in Bremen einen Punkt geholt. Bremen ist ja als Bundesliga-Absteiger in einer schwierigen Situation. Als Bundesliga-Absteiger muss man sich meistens von sehr vielen guten Spielern trennen.
Allen voran Rashica haben sie verloren. Der wahrscheinlich wertvollste und beste Spieler im letzten Kader. Und ja, Bremen musste, glaube ich, sehr, sehr viele Spieler gehen lassen oder sich von denen trennen, um ja, halt nicht komplett pleite zu gehen, weil man in der zweiten Liga halt einfach deutlich weniger Geld verdient und sich dann natürlich keine teuren Spieler halten kann. Dann gibt es irgendwelche DFL, DFB-Auflagen, was man dann überhaupt für Gehaltsstrukturen haben darf. Und ja, deswegen haben die einen schweren Start. Die stehen ja auch gerade nicht besonders gut da. Die sind sogar noch hinterm HSV in der Tabelle. Trotzdem ist es eine Erstligamannschaft. Trotzdem haben die noch viele Erstligaspieler. Und dort auswärts einen Punkt zu holen, ist schon ziemlich stark. Genau, die sind jetzt auf Platz 10 mit 16 Punkten. HSV ist auf Platz 7 mit 19 Punkten. Da ist es ziemlich eng in dem ganzen Mittelfeld. Schalke 22 Punkte auf Platz 3, Paderborn 21, Nürnberg 21, Darmstadt 20, HSV 19, Heidenheim 18, Karlsruhe, Bremen 16, Düsseldorf 15, Rostock 14. Da in dieser Region der Tabelle kann halt mit einem, ja, kann sich an jedem Spieltag eine Menge verschieben. Und Regensburg mit 25, St. Pauli mit 26 ist jetzt noch nicht weit weg, aber immerhin ist da mal so ein Spieltag Lücke dazwischen, was schon mal irgendwie beruhigend ist. Also wir sind jetzt 4 Punkte vor Schalke, 5 Punkte vor Paderborn und ja, man könnte sich fast sicher sein, dass St. Pauli die nächsten Spieltage noch da oben unter den ersten dreien mitspielt. Natürlich möchte man Tabellenführer bleiben, wenn man das schon mal ist, ne? Aber na gut, wenn man auswärts einen Punkt holt und zu Hause wieder gewinnt. Das nächste Heimspiel am Sonntag ist gegen Sandhausen. Das heißt, wenn ihr diese Episode hört, dann ist das Heimspiel schon wieder eine Woche her. dann wisst ihr schon, wie wir gegen Sandhausen gespielt haben. Wird eine schwierige Sache, weil das ja ein Pflichtsieg ist sozusagen. Sandhausen ist mit 12 Punkten auf Platz 15. Die haben jetzt den letzten Spieltag auswärts in Dresden gewonnen. Das haben wir im Pokal auch, aber Dresden hat jetzt keine so schlechte Mannschaft. Als Aufsteiger kommt man immer mit sehr viel Schwung und das war auf jeden Fall irgendwie ein guter Saisonstart Rostock und jetzt hakt es so ein bisschen, aber trotzdem dort irgendwie zu gewinnen ist nicht einfach. Ja, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Wenn man das gewinnt, bleibt man natürlich Tabellenführer. Regensburg hat einen mega Lauf. Wo spielen die denn eigentlich als nächstes? Muss ich immer eben. Jetzt hängt hier schon wieder die App. Regensburg hat ein Heimspiel, glaube ich, ne? Gegen Rostock. Ja, oh, das ist genauso wie bei uns ein Pflichtsieg. Ja, die Chancen, die da irgendwie bei den Wettanbietern stehen. St. Pauli ist die Quote 1,45 für einen Sieg und bei Regensburg 1,85. Also beide müssen irgendwie gewinnen. Schauen wir mal, wie das wird. Vielleicht wird es eine sehr erfolgreiche Saison, vielleicht auch nicht im DFB-Pokal, weil jetzt die Auslosung geht dann im Januar gegen Dortmund. Ich war 2014 im Stadion, als St. Pauli in der zweiten Runde des DFB-Pokal 2014, 2015 gegen eben Dortmund ausgeschieden ist. Ich war auch gegen Frankfurt beim Pokalspiel und gegen Gladbach beim Pokalspiel. Das ist immer toll, so ein Pokalspiel im heimischen Stadion ist eine besondere Atmosphäre, weil entweder man gewinnt und kommt weiter oder man verliert und ist raus. Es gibt auf jeden Fall keinen Unentschieden. Zur Not ja Verlängerung und Elfmeterschießen. Und das ist, ja, da geht es halt anders zur Sache als in einem Ligaspiel. Da gibt es ja öfter mal Situationen, wo es um die goldene Ananas geht und auch am Anfang der Saison ist halt ein Unentschieden mal nicht so schlimm. Natürlich will man immer gewinnen, aber wenn es mal für ein Unentschieden reicht, so wie jetzt gegen Bremen, dann ist das auch okay. Das geht halt beim Pokalspiel nicht. So, und deswegen sind Pokalspiele immer toll. Allerdings sind Pokalspiele gegen jemanden wie Borussia Dortmund, die kommen dann mit Marco Reus, mit Erling Haaland, Mats Hummels, das sind halt ja, Weltstars und gegen die zu gewinnen
ist sicherlich nicht einfach, um das mal so zu sagen. Also da geht man hin und rechnet mit einer Niederlage, man hofft sich irgendwie fein rauszustehlen, man hofft irgendwie, dass sich niemand verletzt. Und natürlich ist die Sensation möglich. Und natürlich wünsche ich mir das, aber das ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie fest dran glaubt. Gegen Sandhausen gehe ich ins Stadion und hoffe sehr, dass wir unserer Favoritenrolle gerecht werden. Wenn so jemand wie Regensburg kommt oder wenn so jemand wie der HSV kommt, dann hofft man auf einen Sieg und weiß, dass es gut möglich ist, weil das halt irgendwie auf Augenhöhe ist. Wenn aber Dortmund kommt, dann ist es kein Duell auf Augenhöhe, sondern das ist ganz, ganz sicher David gegen Goliath. David Wache ist nicht weit weg vom Millantor-Stadion, deswegen natürlich gibt es immer eine Chance. So, und natürlich werden die Spieler und auch die Trainer alles dafür tun, dass man das Spiel gewinnt. Aber so richtig wahrscheinlich ist es halt nicht. Muss man mal ein bisschen realistisch sein. Wird auch ein interessanter Start ins nächste Jahr. Also dieses Jahr sind noch ein paar schöne Spiele. Zu Hause gegen Schalke. Und auswärts in Kiel. Mal gucken, vielleicht kommt man da ja auch mal hin. Kurz vor Weihnachten spielen wir gegen Kiel. So, und dann nächstes Jahr geht los mit einem Heimspiel gegen Aue. Zu Aue habe ich persönlich ja irgendwie ein Verhältnis. Habe ich, glaube ich, auch schon öfter erzählt. Es ist so, dass bei dem Abschiedsspiel von Fabian Boll, weiß ich nicht, 2012 oder so, keine Ahnung, wann der seine Karriere beendet hat, war das letzte Heimspiel der Saison eben gegen Aue. Und ich war damals noch auf der Nord und ich saß ziemlich dicht beim Gäste-Fanblock. Das ist manchmal interessant, manchmal ätzend und manchmal ganz schön. So, und bei diesem äußerst emotionalen Abschiedsspiel von Fabian Boll, sehr tränenreich, T.S. Ullmann nach dem Spiel im Mittelkreis mit seiner Gitarre. Und es war sehr schön. Und das, was mich damals irgendwie sehr positiv überrascht hat und mich irgendwie an diesen Verein gebunden hat, ist, dass die Aue-Fans eben auch Fabian Boll mitgefeiert haben, ja, einfach mit applaudiert und eben auch Fabian Boll quasi gratuliert zu seiner tollen Saison. Und das hat mich berührt. Das war irgendwie nichts, was ich erwartet hätte von einem Gästeblock. Also da habe ich schon andere Gästeblocks erlebt, die dann eben dann doch auch mal da pfeifen oder irgendwie sich irgendwie dann unanständig benehmen. Das war bei den Wismut-Fans eben nicht so und seitdem mag ich die. Also kann sein, dass es auch doofe Aue-Fans gibt. Natürlich gibt es die. Aber irgendwie schien das dort irgendwie ja bei dem Stadionbesuch keine Rolle zu spielen. Ich war dann ja auch einmal auswärts bei einem Aue, also in St. Pauli in Aue-Spiel. Haben wir natürlich verloren, weil wir in Aue meistens Haue kriegen. Aber das Stadionerlebnis war top. Also das war total nett. Nudeltopf gegessen. Hat mich jetzt nicht so weggehauen. Fand ich lustig. Also, das Stadiongericht in Aue scheint der Nudeltopf zu sein. Das war so eine Billo-Spirelli mit einer Billo-Nudel-Tomatensauce und Würstchen reingeschnibbelt. Kann man essen, wenn man Hunger hat, aber lecker war es nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Wahrscheinlich ist es legendär. Wurde ich zumindest darauf hingewiesen, dass es so sei. Aber ich hatte mir irgendwie ein bisschen mehr Geschmack erhofft. Aber also, ja, das Stadion ist halt nett. Ne? Alles schön in lila. Habe ich so ein bisschen gefühlt wie auf dem Kirchentag, weil auf dem Kirchentag hat man ja auch so große lila Fahnen. Das Stadion ist sehr schön gelegen da im Erzgebirge natürlich. War schon toll. Genau. Ja, deswegen mag ich Aue. Und so ein Heimspiel gegen Aue ist halt immer nett. Also da freue ich mich schon drauf. Wird auch schwer. So, und dann kommt gleich als zweites Spiel im kommenden Jahr 2022 das Pokalspiel gegen Dortmund. Das wird sicher hart. Könnte vergleichbar zum Pokalspiel gegen Bremen werden. Vielleicht liegt Schnee. Ach nee, wir haben jetzt eine Rasenheizung. Naja, vor 15 Jahren hatten wir unsere Pokalrunde, als wir lauter Vereine mit B aus dem Pokal geworfen haben und erst im Halbfinale gegen die Bayern gescheitert sind und gegen Werder Bremen.
war, glaube ich, Achtelfinale. Da war halt der Platz zugeschneit und es war irgendwie fraglich, ob das Spiel überhaupt stattfinden kann. Und die Bremer hatten halt, ja, die waren damals halt hoch gut dabei in der ersten Liga. Und wir waren, glaube ich, in der Regionalliga Nord. Das war damals die dritte Spielklasse. Da gab es noch keine dritte Liga. Jetzt gibt es ja eine dritte Bundesliga. Die gab es damals noch nicht. Deswegen war Regionalliga Nord quasi drittklassig. Ja, und haben wir Bremen aus dem Pokal geworfen. Wer weiß, vielleicht können wir im Januar auch Dortmund aus dem Pokal werfen. Möglich ist das. So, und dann das dritte Spiel nächstes Jahr ist gleich das Auswärtsspiel beim HSV. Sicher nicht einfach. Aber auch dort konnten wir schon gewinnen. Ich glaube, in diesem Jahrtausend haben wir es einmal im Volksparkstadion verloren. Das war, glaube ich, das erste, ne? 2001 oder so. 2010 haben wir, nee, das war ja 2011 dann, in der letzten Erstligaspielzeit vom FC St. Pauli haben wir dort gewonnen und sind Derbysieger geworden und dann 10 Jahre geblieben, bis dann eben der, ja, oder 8 Jahre geblieben, bis der HSV dann abgestiegen ist in die zweite Liga. Da gab es dann im ersten Spiel ein Unentschieden. In der zweiten Saison haben wir dort gewonnen und in der dritten auch. Ja, bei dem ersten Auswärtssieg dann da, also in der zweiten, also die ersten beiden Auswärtsderbys habe ich mitgemacht. Das dritte Auswärtsderby in der letzten Saison, da durften nur HSV-Fans hin, da war dann halt schon Pandemie. Mal gucken, wie es dann nächstes Jahr im Januar ist mit der Pandemie, ob man da hin darf. Wäre ganz lustig. Genau. Ja, dann kommt Paderborn und dann müssen wir nach Regensburg. Das wird ein schwerer Start ins nächste Jahr. Mal gucken, wie es weitergeht. Also ich bin im Moment durchaus euphorisch, was den FC St. Pauli angeht. Vielleicht merkt ihr es. Die Mannschaft macht einfach Riesenspaß. Sie spielt äußerst erfolgreich und auch äußerst attraktiv. Also schießt sehr, sehr viele Tore, spielt sehr offensiv. Guido Burgstaller schießt ein Tor nach dem nächsten. Maxi Ditgen ist ein super Stürmer, den wir geholt haben, der zuerst irgendwie noch nicht so richtig eine Rolle gespielt hat, aber es wird immer klarer, dass der eben auch mega wertvoll und mega gut ist. Kofi Tchiré haben wir, glaube ich, vorletztes Jahr schon aus Wien geholt und hat sich als absolut genialen Zehner erwiesen. Ist einfach ein Spielmacher, wie man ihn sich nur wünschen kann. Dann haben wir dieses Jahr Jakov Medic geholt aus Wien auch, glaube ich. Und ganz junger Innenverteidiger in Nürnberg ausgebildet, glaube ich. Und der, wow, hat sich sofort einen Stammplatz in der Innenverteidigung erarbeitet. Da hatten wir James Lawrence, den hatten wir früher mal ausgeliehen und dann verpflichtet, walisischer Nationalspieler. Super Innenverteidiger, also richtig stark und na, mit Ziereis als Kapitän haben wir eh einen, der gesetzt ist. Eigentlich haben wir mit Jackson Avivor ja auch noch irgendwie einen Innenverteidiger, der eigentlich auch mega stark ist, der irgendwie leider jetzt schon wieder verletzt ist. Und ja, das Medic dann irgendwie, ich weiß nicht, was war, Lorenz hatte sich, glaube ich, verletzt und Medic ist eingesprungen und hat sich ja als so stark erwiesen, dass er jetzt einfach, ja, den eigentlichen Stammplatz hat. Jetzt in der englischen Woche gegen Bremen wurde nicht Medic ersetzt, sondern Zierreis. Da hat dann Lawrence für Zierreis gespielt. Das ist ein mega starker Zugang. Paccarada, Linksverteidiger, unangefochten, geiler Typ, kam aus Sandhausen. Als wir den geholt haben, habe ich es gar nicht geglaubt, dass wir so einen coolen Linksverteidiger holen können. Wahrscheinlich der beste St. Pauli Linksverteidiger seit diesem Knalli, der jetzt da bei RB Leipzig spielt. Naja, sei es drum. Pupalla war natürlich auch ein toller Linksverteidiger, aber ja, man merkte, dass seine Zeit zu Ende ging. Wen haben wir noch? Jackson Irvine haben wir geholt dieses Jahr. Wahnsinn. Also, wo unser Sportchef Bornemann den ausgegraben hat. Australischer Nationalspieler,
Und der passt zu uns wie die Faust aufs Auge. Mit seiner Frisur, mit seinen langen Haaren, mit seinem Schnurrbart ist er halt einfach echt so ein richtig cooler Typ. Sieht witzig aus, spielt fantastischen Fußball, mega energiegeladen, vorne wie hinten irgendwie super einsetzbar. Also er spielt meistens auf der rechten Mittelfeldseite und ist einfach überall zu finden. Hat jetzt auch endlich sein erstes Tor gemacht gegen Rostock. Und ja, geiler, super geiler Kicker und ganz, ganz toller Typ. So, und er passt einfach richtig gut rein. Jetzt habe ich bald alle aufgezählt, die da ständig spielen. Wen habe ich denn noch vergessen? Arimu, wow, den haben wir auch letztes Jahr schon geholt. Und zuerst dachte ich immer, meine Güte, der spielt die irrsten Pässe und das war eben sowohl positiv als auch negativ immer mal gefährlich. Aber mittlerweile ist es halt mehr für den Gegner gefährlich als für uns gefährlich. Was schon mal ganz gut ist. Immer noch ab und zu mal so ein Lapsus drin, wo er dann sich zu mutig irgendwie getraut hat, einen Steckpass zu spielen, der dann nicht ankommt. Überwiegend, ganz, ganz weit überwiegend sehr positive Entwicklung bei ihm und extrem wertvoller Spieler auch. Eric Smith oder Schmied, ein Däne, den wir geholt haben, spielt leider noch zu wenig, hat sich jetzt auch wieder verwechselt, verletzt. Aber auch also eine ganz, ganz, ganz tolle Mannschaft und macht richtig Spaß. Und ich glaube, da ist eine Menge drin. Ich glaube, der Aufstieg ist auf jeden Fall möglich. Und ob das jetzt sein muss, ist die Frage. Ich glaube, wenn wir nicht aufsteigen, werden einige Leute enttäuscht sein. Ich bestimmt auch. Aber schlimm ist es auch nicht. Denn wenn wir aufsteigen, gibt es zwar irgendwie ordentlich Geld in die Kasse. Aber in der ersten Liga werden wir uns ja nicht halten können. Und dann schaut man mal auf Fürth. Die sind jetzt in der ersten Liga mit nur einem Punkt auf dem letzten Platz. Und dann denkt man sich in die nächste Saison und denkt, naja, wahrscheinlich würden wir da dann auch stehen. Vielleicht nicht nur mit einem Punkt, aber wenn man eine ganze Saison so am Tabellenkeller rumkrebst und schon weiß, dass man absteigt, oder ganz, ganz wenig Chancen hat, irgendwie die Klasse zu halten, da macht ja auch nicht so richtig Spaß, ne? Da kommen dann zwar die Spiele gegen Gladbach und Dortmund und Bayern. Man freut sich dann, irgendwelche Weltstars im Stadion zu sehen. Aber nee, erste Liga ist schon echt ziemlich, ziemlich hart. Und so wie Union Berlin das geschafft hat, dass man sich dann auf einmal in der ersten Liga etabliert, oder auch Freiburg war ja auch lange Zeit so ein Zweitligaverein. Da muss schon viel passieren. Da muss man halt dann da zur ersten Liga hin auch die richtigen Einkäufe tätigen. Und das ist nicht so sehr wahrscheinlich. Und dass so eine Mannschaft wie Hannover, die man lange Zeit in der ersten Liga gesehen hat, dann auf einmal ein durchschnittlicher Zweitligaverein wird, wie es dem HSV jetzt letztendlich langfristig ergeht, ist ja auch nochmal die Frage. Da war ja irgendwie der Bundesliga-Dino nie abgestiegen. Und jetzt sind sie die vierte Saison in Folge in der zweiten Liga. Und das ist diese Saison. Natürlich ist der Aufstieg noch möglich für den HSV, aber es gibt andere Mannschaften, für die der Aufstieg möglicher ist. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt nur den FC St. Pauli, aber Regensburg eben auch spielt eine super solide Saison. Und es gibt überhaupt keinen Grund anzunehmen, dass die jetzt irgendwie noch abfallen. Schalke wird halt immer stabiler und hatte halt schon viel länger Zeit, sich auf die zweite Liga vorzubereiten, als beispielsweise Werder Bremen. Aber auch Werder Bremen muss man natürlich noch irgendwie oben mit reinrechnen. Dann gibt es Karlsruhe und Paderborn, so Mannschaften in der zweiten Liga, die immer dann auch mal für einen Aufstieg gut sind. Ja, also es gibt dann anscheinend Mannschaften, die sich vom dauerhaften Erstligisten dann eben auch mal zum wahrscheinlich dauerhaften Zweitligisten weiterentwickeln oder zurückentwickeln. Und dann ist natürlich auch immer mal Platz für jemanden, der sich in der ersten Liga etablieren kann. Ich glaube es nicht, dass Union Berlin nie wieder absteigen kann. Da sollten sie sich nicht zu sicher sein. Aber es ist schon irgendwie wirklich toll. Also als die aufgestiegen sind, habe ich natürlich erwartet, dass sie so wie Greuther Fürth jetzt irgendwie unten rumkrebsen. Aber ja, die spielen jetzt um europäische Plätze da oben. Das ist schon ziemlich, ziemlich stark. Ja. Und ich wüsste nicht, woher ich die
Sicherheit nehmen sollte, dass es dem FC St. Pauli so ginge wie Union Berlin oder Freiburg oder ja, oder so einer Mannschaft wie Leipzig, die halt irgendwie mit sehr, sehr viel Geld und sehr, sehr tollen Spielern irgendwie dann den Durchmarsch von, was weiß ich, Bezirksklasse 2 oder wo auch immer, die angefangen haben, bis in die Champions League. Das ist natürlich irgendwie dann eine ganz andere Geschichte. Ja, schauen wir mal. Der FC St. Pauli macht gerade richtig viel Spaß und das ist sehr schön. Die vielen letzten Jahre hatte man in der Hinrunde ja doch immer eher Sorge. Ich weiß nicht, wie oft ihr jetzt schon zum Ende der Hinrunde, also zu Weihnachten, auf einem Abstiegsplatz standen. Und das fühlte sich schon so wie das normale FC St. Pauli-Geschäft an, dass man immer irgendwie Angst haben muss, was dann da so unter dem Weihnachtsbaum liegt. Meistens ein neuer Trainer oder so. Aber gerade beim Trainerwechsel, ja, also das ist wahrscheinlich das Coolste, was wir gemacht haben, dass wir Timo Schulz geholt haben, dass wir dem vertraut haben, dass der auch gestalten konnte und dann an dem festgehalten haben, als die Hinrunde letztes Jahr nicht so gut lief. So, und jetzt zahlt es sich aus, jetzt ernten wir da die Früchte. Das ging überraschend schnell, dass wir diese Früchte ernten konnten. Es hat ein halbes Jahr gedauert, bis das sich etabliert hatte und bis er dann die Erfolge einfahren konnte, dann ja, also da fing dann die Siegesserie der Rückrunde vom FC St. Pauli an. Es war ja sogar letzte Saison am Ende noch so, dass man dachte, vielleicht kann man noch auf Platz 3 kommen oder so. Rechnerisch wäre das irgendwie eine ganze Zeit lang gegangen. Aber faktisch hat man dann ja irgendwann gemerkt, oh, jetzt ist aber auch die Luft raus und jetzt werden da Spiele weggeschenkt, die man nicht hätte wegschenken dürfen. Ich glaube, da war Timo Schulz auch ein bisschen genervt am Ende der letzten Saison. Aber ja, also am Ende war man natürlich glücklich, dass man eben doch nicht, wie man im Winter dachte, abgestiegen ist, sondern ja, und jetzt ist das ist so ein gutes Gefühl. Und ich glaube, selbst wenn wir jetzt nicht aufsteigen, weil noch irgendwas passiert, weil die Rückrunde nicht so gut läuft oder was auch immer, dann hält man natürlich an Timo Schulz und seinem Team fest und muss jetzt nicht gleich das nächste Experiment starten, sondern versucht da jetzt nochmal ein bisschen Konstanz reinzubringen und das fühlt sich gut an. Das gibt einem irgendwie sehr viel Zuversicht. Ja, und es macht Spaß, endlich wieder ins Stadion gehen zu dürfen und die Mannschaft anzufeuern. Das ist echt ein tolles Erlebnis. Ja, gerade das Derby war natürlich ein super, also das richtige Derby, das Stadtderby gegen den HSV, das war ein super Erlebnis. Und jetzt das Spiel gegen Bremen wurde ja auch von einigen als Derby bezeichnet. Ich nehme das nicht als Derby wahr. Das ist ein Fußballspiel gegen einen anderen Nordverein. Aber nicht wirklich ein Derby-Charakter. Ja. Gut. So viel dazu. Jetzt habt ihr den Fußballteil überstanden. Jetzt kommen wir zu Rainer Maria Rilke. Wir sind in der 5. Elegie. Duineser Elegie. Diese ist Frau Hertha König zugeeignet. Das ist schon wieder Fußballthema, ne? Thema, ne? Hertha. Na, also. Wer aber sind sie, sag mir, die Fahrenden, diese ein wenig flüchtigern noch als wir selbst, die dringend von früh an bringt ein, wem zu Liebe niemals zufriedener Wille, sondern er bringt sie, biegt sie, schlingt sie und schwingt sie, wirft sie und fängt sie zurück, wie aus geölter, glatter Luft kommen sie nieder, auf dem verzehrten, von ihrem ewigen Aufsprung, dünneren Teppich, diesem verlorenen Teppich im Weltall, aufgelegt wie ein Pflaster, als hätte der Vorstadthimmel der Erde dort wehe getan, und kaum dort aufrecht da und gezeigt des Dastehens großer Anfangsbuchstab. Schon, auch die stärksten Männer, rollt sie wieder zum Scherz, der immer kommende Griff, wie August der Starke bei Tisch, einen zinnenden Teller. Ach, und um diese Mitte, die Rose des Zuschauens, blüht und entblättert, um diesen Stampfer, den Stempel, den von dem eigenen blühenden Staub getroffenen, zur Scheinfrucht wieder der Unlust befruchteten, ihrer niemals gewussten, glänzend mit dünnster Oberfläche, leicht scheinlächelnden Unlust.
503, kleine Notiz dran schreiben, damit ich das nächste Mal weiß, wo ich aufgehört habe in dieser Elegie. Eine Sache habe ich noch vergessen, was ich euch noch erzählen wollte. Wenn ihr mal zu einem Auswärtsspiel in Bremen fahrt und dort noch nie im Weserstadion wart, lasst euch nicht davon irritieren, dass man auf Google Maps sehen kann, dass direkt am Stadion Parkplätze sind. Ja, ich hatte eine Karte gekauft und habe dann geguckt, wie fährt man denn da hin? Ah, man fährt Hemeling runter und ist dann irgendwie direkt beim Stadion und da sind irgendwie Parkplätze, das ist ja gut. Bin dann mit dem Auto dorthin gefahren. Da sind dann so Ordner, die dann irgendwie hier längs, da längs winken und dann habe ich das Fenster runtergekurbelt und gefragt, was ist denn hier am sinnvollsten? Und die Antwort hat mich dann überrascht. Da war dann so, ja, wollen Sie denn in die Stadt? Ich so, nee, ich wollte zum Fußball. Ja, welchen Parkplatz haben Sie denn gebucht? Gebucht? Keinen? Ja, dann müssen Sie hier irgendwo in den Seitenstraßen einen Parkplatz suchen. Ach so, kann ich denn eben noch online einen Platz buchen? Nee, das geht nicht. Aha, also letztendlich kann man am Stadion parken, aber nur, wenn man vorher dort einen Parkplatz bucht. Und ich weiß gar nicht, wie man das machen kann. Ich habe es auch online gar nicht rausgefunden. Ich habe natürlich auch jetzt nicht so intensiv gesucht. Ich habe nämlich nicht vor, nächstes Jahr wieder zum Auswärtsspiel in Bremen zu fahren. Besonders gut gefallen hat mir der Stadionbesuch dort nämlich nicht. Also erstens mussten wir dann um 2 Kilometer ungefähr noch fahren durch den Stau. Es ging natürlich nicht besonders schnell, irgendwie dort wieder wegzukommen vom Stadion und eine Seitenstraße zu finden, wo dann ein Parkplatz war. Und dann musste man natürlich von dem Parkplatz wieder zum Stadion laufen. Das Ganze war ein bisschen stressig auch noch, weil wir ja immer noch eine Pandemie haben und eine konkrete Einlasszeit hatten. Wir sollten um 11.45 Uhr an Tor 10 sein und haben das gerade so eben geschafft. Zum Glück sind wir ein bisschen früher losgefahren, eigentlich, weil wir dachten, es könnte Stau auf der Autobahn sein, aber war gar nicht. Aber der Stau in der Stadt, mit dem wir überhaupt nicht gerechnet hatten, dass wir da überhaupt noch wieder wegfahren mussten vom Stadion, war schon überraschend. Also nicht etwa denken, man könne am Stadion parken, wenn ihr dorthin wollt. Ja. Und warum es mir im Stadion nicht so gut gefallen hat, also das ist halt ein Betonklotz. Meine Erinnerung an das Stadion als Kind war irgendwie komplett anders. Jetzt natürlich auch überdacht. Die sehr prägnanten Flutlichter, die haben ja diese an jeder Ecke so ein zweibeiniges Ding, was da irgendwie hochragt. Also das Weserstadion erkennt man schon irgendwie. Aber also das mit dem Dach hatte ich so nicht in Erinnerung. Und ja, dann muss man da halt irgendwie diese Betonstruktur Treppen hochlaufen. Das fühlte sich an wie im Volksparkstadion. Allerdings habe ich mich im Volksparkstadion tatsächlich, also das war ein schönerer Anblick. Ich mag gar nichts Positives über das Volksparkstadion sagen, weil das ist da irgendwo in Pinneberg hinter der Müllverbrennungsanlage. Außerdem stank das da nach vergammelten Eiern, als wir das erste Mal da waren, weil die HSV-Fans uns da irgendwie mit Buttersäure begrüßt haben. Also Volksparkstadion ist jetzt nicht mein Lieblingsauswärtsstadion. Aber der Blick dort war gut und es fühlte sich, also als Gästeblock fühlte sich das da gut an. Bei Werder Bremen im Weserstadion ist der Gästeblock auf der Westtribüne, also Westkurve, hinterm Tor, oben im Oberrang. Der Unterrang ist wieder Werder Bremen. Also Heimfans, das heißt im gesamten Stadion ist unten am Rasen Heimbereich und die Gästefans wurden irgendwie so nach oben gequetscht. Das, ja, und dann natürlich auch mit Gittern und Netzen irgendwie alles abgehängt, sodass man sich da wie in so einem Käfig eingesperrt führt. Das war so ein bisschen wie in Dresden. In Dresden dann ja auch irgendwie, das ist dann auch ein Hochsicherheitsspiel wegen der rivalisierenden Fangruppierungen. Das habe ich dort auch zu spüren bekommen. Hatte ich, glaube ich, auch seinerzeit berichtet. Das ist in Bremen natürlich überhaupt nicht so. Wahrscheinlich, wenn der HSV dort zu Gast ist, dann muss man da auch Sicherheitsvorkehrungen treffen und das mit diesen Netzen und so machen. Aber es fühlte sich, also ich fühlte mich dort nicht willkommen im Weserstadion. Hatte aber 44 Euro jeweils für 2 Sitze bezahlt. Stehplätze waren irgendwie knapp und dann habe ich einfach 2 Sitzplätze nebeneinander gebucht.
Und die haben 44 Euro gekostet und waren halt, also sitzen konnte man da nicht. Das waren so Klappmetallsitze, super unbequem, auch eigentlich nicht wirklich zum Sitzen gedacht. Das waren so Notsitze eigentlich eher. Und der Bereich war wohl eher so als Stehbereich gedacht. Naja, letztendlich haben wir auch das ganze Spiel übergestanden. War auch notwendig, weil mehr Leute in dem Bereich waren, als dorthin gehörten. Sven Brooks, der Sicherheitsbeauftragte, Fanbeauftragte vom FC St. Pauli, stand bei uns mit in der Reihe. Der muss ja auch irgendwo stehen, um das Spiel zu gucken, während es dann läuft. Der hat dann halt vor dem Spiel und nach dem Spiel in der Halbzeit irgendwie viel Arbeit, aber während des Spiels konnte er halt zugucken. Stand halt bei uns, war ganz nett. Tolle Gestalt übrigens auch. Mag ich sehr gerne. Und ja, also es war eher so ein räudiges Stadionerlebnis. Ich habe mich gefreut, als wir reinkamen. Verpflegung sah irgendwie gut aus, war sowohl keine lange Schlange, als auch irgendwie viel Auswahl. Es gibt nicht nur Wurst. Also beim FC St. Pauli gab es früher mal die besten Angebote auch für Vegetarier mit so Veggie-Burgern und alles Möglichen. Mittlerweile gibt es beim FC St. Pauli für Vegetarier nur noch so komische Wraps und eben Wurst. Und das ist irgendwie beim Millerntor nicht mehr so toll. Im Weserstadion stand da was von Falafel und Pommes und natürlich Würste und noch irgendwas. Also Vielfalt, ja. Aber Falafel gab es nicht. Waren irgendwie noch nicht, also das Fett war noch nicht heiß oder keine Ahnung, was da war. Und dann haben wir 2 Portionen Pommes bestellt. Da gab es so also eine Tüte Pommes für 3 Euro oder was. Also wenig Pommes für viel Geld, die dann auch noch kalt waren. Und das war ja äußerst unbefriedigend, dort diese Pommes zu essen, mittags um 12. Sodass ich dann auch von weiteren Einkäufen dort abgesehen habe. Stadionbesuch in Bremen. Naja, wenn man nichts essen will. Einfach vielleicht vorher satt essen. Eine bessere Idee als im Stadion was zu essen. Und wie gesagt, die Plätze, also richtig wohl gefühlt habe ich mich da auch nicht. Ja, sei es drum. Gut, jetzt habe ich doch schon fast eine Stunde. Ich glaube, ich lese euch jetzt nur den 26. September vor in Padua, weil ich doch so viel erzählt habe. Interessant, ne? Über den Fußball. FC St. Pauli kann ich immer viel erzählen. Also, Johann Wolfgang von Goethe, die italienische Reise. Wir sind bei Position 782 im Kindle-Buch 9%. Padua, den 26. September abends. Augen zu und zugehört. In 4 Stunden bin ich heute von Vicenza herübergefahren auf ein einsitziges Caichen Sediola genannt. Was ist denn ein Caich? Chai? Schein, Chaichen. Also Chai ist doch ein Tee. Ist Chai nicht sogar das indische Wort für Tee? Oder nee, indisch nicht. Persisch? Keine Ahnung. Chaichen. Chaichen. Sediola genannt. Also Sediola kann ich besser aussprechen. Mit meiner ganzen Existenz gepackt. Man fährt sonst bequem in 4,5 Stunden. Da ich aber den köstlichen Tag gern unter freiem Himmel genießen wollte, so war es mir angenehm, dass der Fetturin hinter seiner Schuldigkeit zurückblieb. Man fährt in der fruchtbarsten Ebene immer südostwärts zwischen Hecken und Bäumen ohne weitere Aussicht, bis man endlich die schönen Gebirge von Norden gegen Süden streichend zur rechten Hand sieht. Die Fülle der Pflanzen und Fruchtgehänge über Mauern und Hecken, an Bäumen und herunter ist unbeschreiblich. Kürbisse beschweren die Dächer und die wunderlichsten Gurken hängen an Latten und Spalieren. Die herrliche Lage der Stadt konnte ich vom Observatorium aus klärste überschauen. Gegen Norden Tiroler Gebirge, beschneit, in Wolken halb versteckt, an die sich im Nordwest die Vicentinischen anschließen. Endlich gegen Westen die näheren Gebirge von Este, deren Gestalten und Vertiefung man deutlich sehen kann. Gegen Südost ein grünes Pflanzenmeer, ohne eine Spur von Erhöhung. Baum an Baum, Busch an Busch, Pflanzung an Pflanzung, unzählige weiße Häuser, Villen und Kirchen aus dem Grünen hervorblickend.
Am Horizont sah ich ganz deutlich den Markusturm zu Venedig und andere geringere Türme. Ja, das war's schon von der italienischen Reise. Padua, den 27. September, lese ich euch dann nächstes Mal vor. Ich wünsche euch jetzt erstmal 2 schöne Wochen mit möglichst viel Entspannung und Schlaf. Die Nächte werden länger, die Tage kürzer. Und ich hoffe, ihr findet ausreichend Schlaf, denn Schlafen ist gesund und wichtig fürs Wohlbefinden. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.